Hallo YouTube und hallo Richie. Herzlich willkommen in Helvetia. Hallo Sarah, hallo Welt. Ja, da sind wir wieder und wir sind noch so ein bisschen auf Erkundungstour, ja? Ja, genau. Wir schauen, was es hier zu holen gibt. Aber ich habe noch keinen Käse gefunden. Genau, wir gucken uns die Häuser hier ein wenig an. Wo waren wir jetzt eigentlich drin? Ist das die alte Post? Kann sein. Du, hier hinten ist es auch nochmal. Aber kommen wir da nachher hin? Machen wir hier so eine Rundreise? Ich denke ja, ne? Ja, ja, Wir kommen ja. doch einfach die Straße hier entlang. Können wir machen, ja. So, den habe ich vorhin nett erledigt mit meiner neuen Waffe. Aha, hier Ach, vorne jetzt liegt ist eine er. Tür. Bist du? Verdorbenes Gemüse. Attacke! Attacke! Steck deine Waffe weg. Steckst du deine Waffe weg? Ich hab gesagt, steck deine Waffe weg. So, was hast du? Schrotpatronen, Baseballgranate, Kurzpanzer, leere Farbdose, Lederrüstung, Brust. Oh, ist noch einer gekommen? Hab ich nicht Jo, gesehen. da kam von oben. Ah, okay. Ich mach mal Radio aus, auch wenn ich nichts höre. Danke. So, ja, wir sind ein bisschen auf Plündertour. Oh, Telefon. Oh, geht aber nicht mehr. Oh, ganz viele Gedärme, ne? Die Kannst du kann. davon was einsammeln? Nee. Ja, da scheint hier der Metzger dann zu sein. Küchenwaage, Schneidbrett. Decke, kleines Glasgefäß, Kochplatte. Ich sammle hier alles auf. Und eine Teekanne nehme ich auch mit. Schmortopf, Salz, Nahrungsmitteldehydrierer. Okay, was heißt das? Schrott, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt allerdings das wilde Appalachia jetzt und da soll es dann auch neue Sachen geben. Also Rezepte. Braun kann man jetzt Getränke herstellen. Ein bisschen Wasser gesammelt auch. Eine Kiste, die man aber leider nicht öffnen kann. Oben ist ein Teddy mit einer Nachricht. Ich habe schon wieder was stöhnen gehört. Ich auch. Wo ist der Teddy? Im Zimmer nebenan. Hier, okay. Entsperre mal eben die Truhe. Oh, kaputt. War jetzt einer? Hier Draußen. oben nicht, nein. Flugzeugabsturz. Lesen, Richie. Ich werde die Absturzstelle zusammen mit den Einheimischen untersuchen. Diese Stadt steht am Rand des Untergangs und dieser Absturz könnte uns über die Schwelle stoßen, egal ob es Überlebende gab oder nicht. Warte. Ja, warte. Radix, right away, verdünnt und was finden wir vielleicht noch? Oh, ein Stimpack. Ja, das mit dem Fastnachtsumzug wird wohl noch eine Weile dauern. Ich denke, das ist ganz gut, dass wir uns da jetzt so ein bisschen hier mit der Umgebung anfreunden können. Und dann geht's vielleicht nachher noch mal auf den Umzug. Wenn du möchtest, ja. Noch ein Stimpack. Hey. Sehr schön. Seesack ist leer. Mentitz. Oh, sonst war nichts.
schon wieder unten? Ich bin unten, ja. Raus? Nö, nö, ich ach, war. Ach so, du machst dir bequem. Ja. Sind das hier Schließfächer? Ja. Also scheint das hier die Post zu. Nein, das ist der Metzger hier. Das ist kein Schließfach, da hängen wohl Fleisch dran. Komm, ah, wir gehen. Ja, okay. Ein Hotel oder sowas? Hallöchen. Zeremoniemeister? Willkommen, willkommen, willkommen im Helvetia. Erleben Sie Amerikas schönste Fastnacht. Wir bereiten die Feierlichkeit noch vor, aber kommen Sie bald wieder. Ja, Fastnacht. Willkommen. Die Schweiz und ihre Fastnacht. Da ist mir ja Karneval in Deutschland lieber. Sollen wir mal hier über die Brücke und die Kleinhäuser oder machen das? Aber wir sind eh gleich am Ende. Ganz in Ruhe. Okay, machen wir erstmal hier. Hier hast du wieder einen Porzellanbierkrug, wenn du möchtest. Oder hast du den schon eingesammelt? Ich kann den nicht einsammeln. Ich habe den, glaube ich, vorhin schon irgendwann mal eingesammelt. Okay, hier ist die gute Bierstube. Ja, die haben sogar diese kleinen Kirchstube. Fahnen mit dem Pluszeichen drauf hier draußen. Ja, was viele verwechseln mit dem Roten Kreuz. Ja, ist aber nicht rot. Nee. Hier ist ein Safe. Ja, ich habe leider keinen Skill dafür. Ich mach. So, 44er, Draht, 8er, Harnspanner, Revolver, silberne Taschenuhr, Silbergabel, Vorkriegsgeld. Aber du kannst ja jetzt auch da dran gehen, oder? Ich jetzt, nachdem das geöffnet ist, ja. Und hier liegt noch ein Zettel zum Lesen. Hier, okay, darfst du lesen. Frohe Fastnacht. Willkommen in Freyas Küche. Zum Fastnachtsdienstag haben wir ein paar ganz besondere Nachtischangebote. Was der Fastnachtsdienstag ist? Deutsche und Schweizer Siedler trafen im 19. Jahrhundert in Helvetia ein und brachten ihre traditionellen Feste mit. Der Fastnachtsdienstag läutet die Zeit des Fastens ein, doch zuvor wird noch einmal richtig herzhaft gegessen. Die Fastnachtsküchli gehören zu den beliebtesten Leckerbissen. Dieses frittierte Fettgebäck ähnelt in gewisser Weise Donuts und wird dutzendfach verkauft. Mhm, schmeckt doch fein. Aha. So, gehen wir mal hier hinten. Hier hinten ist gar nichts. Hier ist einfach nur eine Stube mit... Ach, ich schleppe jetzt die Teller doch nicht mit. Da habe ich doch keine Lust zu. Geht es noch nach oben? Nach oben? Ich weiß nicht. Holzeimer. Ja, nehmen wir mit. So viele Gläser. Müssen wir die mitnehmen? Brauchen wir Glas? Ich weiß nicht. Irgendwann werden wir es brauchen, ja. Im Moment glaube ich eher nicht. Wodkaflasche? Aber nur die Flasche. Oh, Moment. Stoff. Nehmen wir mal mit. Oh, hier ist ein Rezept. Blutkäfer, 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 Pfeffersteak. Oh, ich glaube, den kenne ich schon, oder? Bin ich mir nicht sicher. Ich nehme mal, wenn ich nicht kann, dann kannst du ja versuchen. Jo, gerne. Also, Bauplan. Rezepte, es müssen ja unter... Okay, kannte ich noch nicht. Hundefleischsteak, okay. Kannte ich noch nicht. Eine Kiste ist nix. Ein Siedler, ein Toter.
Insekten ist auch nix. Oh cool, wo hatte ich denn die Fastnachtsgirlande her? Keine Ahnung. Schön, einen Bauplan habe ich hier bekommen. Ah, der war mit dabei. Ich habe auch irgendwas mit Ballons, Fastnachtsballons. Hm, das ist schön. Bauplan. Also hoch geht's nicht. Ich glaube, hier sind wir dann auch fertig. Ah, ja. Aber nee. Dann gehen wir mal hier schauen. Was ist denn hier der Eingang? Holz? Oh, gut. Ich denke, der Eingang wird vorne sein, oder? Briefkasten? Zahnpasta. Okay, hier liegt ein toter Ghoul, also ein verbrannter, mit der Drucker, Zigarrenkiste, hier ist ein Terminal. Warum an den Terminal? Administrator-Terminal. Können wir machen. Willkommen bei Termlink von Robco Industries Trademark. Automatische Wahlsysteme. Die ganze Nation wird uns um das automatische Wahlsystem Appalachia, kurz AWA, beneiden. Kein Auszählen mehr per Hand, sofortige Bestätigung jedes Stimmzettels. Jetzt müssen wir nur noch auf den großen Tag warten. Und die Stimmzettel-Druckmaschinen. Die Druckmaschinen sind mit dem AWA-System verbunden und sie sagen mir, dass ein Teil der Software zeitgesperrt ist. Aber keine Angst, die Stimmzettel werden wie wild gedruckt, sobald das Signal kommt. Ja, ich kriege mich wieder ein, okay. Ich liebe es zu lesen. Gut. Und die funktionieren alle nicht bei dir, sagst du? Aha. Das heißt, wir aktivieren. Wer macht das hier? Was hier? Irgendwer hat mich geschlagen jetzt. Ich sehe keinen. Ja, ist auch schon wieder vorbei. Vielleicht habe ich da nur irgendwie ein Luftloch erwischt. Ein Luftloch. Verbranntes Buch. Kaputte Lampen. Coca-Cola-Flasche. Teddy! Noch oh, Moment, was war das? Ich habe einen Ghoul geschlagen. Ich bin überladen übrigens. Oh. Ja. Schade. Ja, aber wir können ja hier einiges verwerten gleich. Ja, wir haben ja hier. Genau, haben wir. Und Futter in der Dose. Oh, ganz viele Dosen. Blechdosen. Möglichkeiten genug haben wir hier. Hundefutter in der Dose. So was Schönes, Leckeres findest du. Teilst du denn auch dann nachher? Ja, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich habe meinen eigenen Silberlöffel gefunden. Sehr schön. Ich habe eine Schüssel gefunden und einen kaputten Futterbaum. Ja, brauchst du einen schmutzigen hellbraunen Anzug? Ich brauche keinen. Oh, da höre ich doch was. Oh, schon wieder. Ich höre es tapsten, aber ich weiß nicht wo. Unten sind zwei, drei. Hör auf zu schießen. Oh, die Sachen. Mit brauchst du ein Jagdgewehr Stufe 10? Können wir auseinandernehmen nachher. Manchmal bekommt man da ja auch sinnvolle Mods raus oder so.
Ja, war das jetzt die Post? Könnte die Post hier sein, oder? Sieht aus wie die Post. Nicht rauchen. Nicht trinken. Nicht atmen. Nicht bewegen. Finger bei sich halten. Genau. Was? Jemand hat gewunken? Oh, okay. Der hat ja eine coole Maske auf. Wie war das noch? Oh, bist du weg, hau ich mir rein. Das passiert mir auch jedes Mal. Ich glaube, ich sollte meine Hexenmaske mal abnehmen, oder? Das sieht bestimmt ganz schön gruselig aus. Ich glaube, er sagt auch was. Er hat da oben das Mikro, das Lautsprechersymbol neben seinem Namen. Oder bedeutet das, dass es ausgeschaltet, weil da ein X hinter ist? Oder er will, dass wir diesen Chat anmachen. Kein Chat. Ja, ist ein bisschen unglücklich, bei den Aufnahmen hier mit Chat rumzulaufen dann. So, wir sind am Ende der Straße, aber da ist noch ein Haus. Ja. Wir sollen mal herkommen. Oh, er hat Chat für uns. Stimpak. Oh, danke schön. Zehn Stück. Bitte. Oh, wow. Können wir nachher schön teilen. Wenn du magst, gerne. Ja, Holz. Das hat schon wieder jemand gemacht. Oh ja, tatsächlich, ich höre was. Sind die drin bei dir? Ja. War drin. Weil irgendjemand schießt. Hörst du wohl auf zu schießen? Das ist gemein. Genau, sag ihm das. Hat er aufgehört? Ich hau nur mit einer Machete. Und du schießt? Er hat aufgehört. Sehr schön. Hat er ja auf dich gehört. Ja. Aufbereitetes Wasser. Oh. Ist das hier die Post? Ja, das könnte die Post sein, aber es könnte auch ein Hotel sein. Die haben auch ganz schön viele Hotels hier. Ich habe gelesen, dass in dem vorletzten Haus, in dem wir gewesen sind, dieses Freyas Restaurant, dass es das wirklich geben soll. Und zwar genau auch an der Stelle, an der es hier steht. Also so an diesem Straßeneck. Ja, es ist ja alles, Realität nachempfunden, ja. Ja. Und es soll ja durch die Bomben zu Verschiebungen gekommen sein. Also da haben sich die Landmassen etwas verschoben und deswegen sieht es nicht immer ganz identisch aus, aber so ungefähr wohl schon. Schrotpatronen kann ich doch gebrauchen. Ich glaube, ich habe ein Schrotgewehr. Oder zumindest Pumpgun hast du vielleicht. Die Pumpguns, die zerstöre ich immer, wenn ich die sehe. Ich verwerte die immer, meine ich. Warum? Im Moment habe ich es nicht so mit Pumpgun. Ich finde, die streut ganz schön und da habe ich immer Bedenken, dass ich andere treffe eventuell. Ach so, ja, stimmt. Oh, wieso nehme ich das Rattengift? Will ich das essen? Die haben hier Rattengift gegessen, hier oben. Mhm. Ich habe sie ihnen weggenommen, damit die keine Unfug damit machen. Okay. Wo haben die Rattengift? Habe ich gar nicht mitbekommen. In der Küche da. Ah. Den Sesak eigentlich schon? Ich glaube ja. Das Bild hier hat's aber gut überstanden, hä? Huh? Oh. So, damit sind wir am Ende der Folge, liebe Welt da draußen und liebe Sarah, wir sind am Ende der Folge. Ja, dann danken wir uns fürs Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Danke dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.